Himmel, Hölle, Tod und Leben. Willkommen zurück zu Dirk Sodas 2. In der letzten Folge haben wir den klagenden Gastgeber gekillt. Nicht so schnell, Reiter. Du bist. Folge ihm. Es geht aber weiter. So einfach kann das echt nicht sein. Ich höre aber auf, mit ihm zu reden, weil das ist echt ein paar Mal dumm. Guck, ja, doch, Reich der Toten. Juhu, geschafft. Yeah. Aber es war doch schon einigermaßen leichter, als es aussah, ne? Sorry, ich trinke hier gerade ein bisschen Cola, weil Adrenalin-Junkies Dark Souls 2. Baum des Lebens. Aber jetzt sieht die Karte anders aus. Ich möchte es euch erstmal gleich zeigen. Alter, das wird ein Scheiß. Das hier ist der Scheiß Dungeon. Da wird noch. Aber hier wird der krasse Bosskampf stattfinden, wo ich die Musik richtig hochpumpe, damit ihr mich nicht mehr hört. Ich kenne die Bar und so haften. Wir reden nicht mehr. Aber ich sammle ist immer noch weit aus der Bekacktere. Ja, jedes Mal drücke ich den falschen Knopf. Das Ding ist, ich habe noch nie die ganze Seite von Wulkrims Buch. Die zweite Seite habe ich nie vollständig, nur die erste bis jetzt. Hier ist es wenigstens es ist. Hallo, da oben, ich habe sie gesehen. Gefunden ist geil. Ja, okay. Hierher. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Ja. Er erbte Kiste 20 davon, ne? Alter, mein Geld ist richtig nach oben. Ich den Berg hoch. Zum Fick ist da oben. Was ist da? Hallo, wer das auch immer ist. Ich sehe sie hier die ganze Zeit teleportieren. Können Sie please damit aufhören? Ich bin zwar hier einen Reiter, aber komm, das muss echt nicht sein. Gesundheit bei Exekutieren. Reaper Exekution. Was war das? Oh, aber dieses Pferd. Zeig mir den Weg.
Hier musste ja Krieg im ersten Teil hin, tot, aber wesentlich früher. Holy shit. Was ist das? Was ist das? Kristallturm. Es kommen wenigstens normalere Namen, nicht so wie Samael und so ein Scheiß. Mich, korrigiere mich. Samael war doch ein krasserer Name und Achon auch, aber die anderen Namen sind einfach scheiße. Ich bin kein Gegner. Digga, ihr habt euch vergammeln lassen. Also was für, ich bin Gegner, also. Bei Abadons Auge. Du bist es. Zu mir, schnell. Bang. Nein, werde ich nicht. Ja, wo bist du hin? Du sollst doch das ausrüsten. Hallo? Wieso kann ich mich gerade nicht bewegen? Willkommen, Captain. Was hat mich verraten? Der Fidel. Und welche An. Ich suche einen alten Freund. Ich habe entschieden. Es gibt noch mehr, was ich dir verkaufe. Das wird dir dienen. Das Geld. Finde den einen, der den Thron bewacht. Er wird meine Antwort haben. Bringe die Schrift zum Kanzler. What? Ein Kanzler gibt's hier auch? Okay, lass uns kurz gucken. Feuerschaden, Schockschaden, Zorn pro Kill, Exekutionsschaden. Ja, Gesundheit pro Kill ist irgendwie auch, ist geiler irgendwie. Das feier ich irgendwie mehr. Oh, scheiße. Hey, ist ja noch einer. Ich brauche mehr Zorn. Ja,
echt mal ehrlich, ich wusste nicht mal, dass man die verkaufen konnte am Anfang. Das ist eigentlich am Anfang, man kann ihn, man muss, darf sie nicht verkaufen, aber danach. Okay, hey. Was ist er? Auch diese Scheiße. Ist mit Pferd weitaus schneller als zu Fuß. Und denk dran, XCOM 2 werde ich wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht komplett spielen. Muss ich mal gucken, nachdem wie es Spiel ist. Wer hat ja auch komplett gespielt, ne? Ist ja klar. Aber wie das Spiel denn ist. Hauptsächlich bin ich kein XCOM-Fan. Jurassic World-Fan bin ich schon. Ich habe mir auch die alten Parks und so auch angeguckt. Was geschenkt von Anonym. Der Herrscher, ein Herrscher wird geboren, um zu herrschen. Es liegt in seinem Blut. Mit seinem Wissen gewinnst du früh Zuversicht. Dies und mehr hast du gewonnen. Beherrsche deine Feinde. Weitere Herausforderungen sind in der Feuerprobe freigeschaltet worden. Okay, geil. Die kann ich also nur in der Feuerprobe benutzen. Warum kriege ich die dann? Tut mir leid, aber das ist wirklich so eine Frage. Warum bekommt man denn sowas, wenn es nur in der Feuerprobe funktioniert? Ah, das hier finde ich, das ist, warte mal, das ist jetzt ein geiler Move. Drehen und dann schmeißt es zu seine Sense. Das Ding ist, hier wird gleich viel gekämpft hier oben. Aber auch nur, weil... Keine Ahnung, wie viel Verderben hier hängt, aber das ist schon krass. Ah, nur Geld, das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich komm. Seht ihr? Reiter! Ja, so heiß ich. Ist er immer noch am Leben? Das ist ja ein Krähenschnabel. Fällt mir ganz schön spät auf. Ehrlich zu sein, ich glaube, ich weiß noch, was ich machen muss. Oh Gott. Das wird sehr heiter. Hinstellen. Ah, das würde ich mir. Oh, ja, jetzt ist es schon so.
So. Aber so lange geht das jetzt auch wieder nicht gefühlt, weil ich meine, 20 Folgen sind nicht mal viel oder so. Ich schätze mal, es werden nur 30, 20 Folgen, das ist nicht viel. Aber es ist an sich ein geiles Spiel, also. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast, die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Er gehört mir. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Nicht jetzt. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt, unseren Herzen. Nur ich bleibe rein. Ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzubringen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. Du meinst mehr lieben. Ich kann mich einfach an ihn ranziehen, okay. Hunger. Ach schön, der Typ ist ja in der Zitadelle, mit dem ich reden soll. Stufe 10%, dann kann ich als nächstes hier weitermachen, kurz. Das sieht so geil aus. Der Archon wird ein bisschen schwieriger, als man denkt. Ah, 2 ist immer noch ein bisschen kritisch, aber ich glaube, mit 2 kann man jetzt mal arbeiten, oder? Der Brunnen verweile hier nicht. Seitdem habe ich nur flüchtige und nee, deshalb. Du sprichst die Wasser. Liegt nicht. Es ist erst beim Wolken. Ich muss mal kurz zum Händler. Ich muss mich ja vorbereiten. Bevor ich das Verderben ihm gebe. Obwohl ich glaube sogar, er ist schon die ganze verderbt, oder? Das Verderben ist wie ein, sagen wir mal, wie eine Art Parasit. Und jeder, der diesen Parasiten in sich trägt, wird rein plötzlich zu einer Missgeburt, würde ich mal sagen.
Junge. Das geht. Der geht richtig den Preis hoch. Gehen ihm bestimmt gerade schon so auf die Nerven, ne? Kampf erprobt, Blut verklebt und vergessen. Wie ich. Gegen dich. Nur gerade genug davon, dass du dir Sorgen machen musst. Wir haben 10, 14 Wulkrim für die Zeit, so warum soll ich mir Sorgen machen? Okay, es fällt jetzt schwer wegen der Menschenwelt. Also ich sag's gerne nochmal, bevor wir gleich weitergehen. Es sind alles tote Könige und so bla bla bla. Das Spiel handelt nur von über Tod, Geschichte, Reise. Besser kann ich es nicht erklären. Tut mir leid. Aber so ist es halt. So, gehen wir auf die Menschenwelt. Let's do this. Dieser lilare Punkt noch am Ende. Fehlt nur noch dieses Geräusch mit diesen. Es war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Shit! Erde. Ruhe! Es sind nicht nur Leichen anwesend. Da ist wohl jemand genockt worden, ne? Verdammt. Nein. Hilf Uriel den Schatz. Das wird ja mal wieder was. Was für Feuer? Ich hab keine Feuer. Ich muss zwei Sensen und eine riesen Kanone. Konzentrier dein Feuer!
Okay. Schluck Leie, Motherfucker! Aua. Junge. Junge, ihr kämpft gerade mit dem Sensen, Mann. Oh ja, yeah, das war ein geiler Move. Von der Kanone immer. Alter. Geschafft. Ich sollte dich dafür umbringen, was dein Bruder hier getan hat. Aber du hast mein Leben gerettet. Wir sind somit quitt. Was weißt du über den Stab von Arafel? Eine Waffe mit immenser Macht. Von Archon Hestus auf die Erde gebracht, um die Dämonen im Endkrieg zu bekämpfen. Doch Hestus fiel und der Stab wurde zerschlagen. Jetzt benutzt der Zerstörer die Teile, um seine Armee der Finsternis zu stärken. Was gebrochen ist, kann wieder zusammengefügt werden. Wo sind die Teile des Stabs? In den Händen des Zerstörers. Er hat Kreaturen aus dem Abgrund gerufen und seine Auserwählten losgeschickt. Blasphemische Dinge, die selbst jetzt diese Welt in ihre eigenen höllischen Domänen unterteilen. Die Leidenden sind solche Bestien. Sie laben sich an den Toten dieser Welt und verwandeln sie in einen Schwarm aus Fleisch und Knochen, der wie eins kämpft. Sie waren wie eins. Digga, die reden so langsam. Hört doch auf. Stop. Das ist sie. Die weiße Stadt ist nicht der Rest. Tötest du nicht einmal der Tod. Werden wir sehen. Werden wir ja echt mal sehen. Aber wie sie sagt, so nicht einmal der Tod kriegt das hin, ne? Stimmt ja. Manchmal vergesse ich's. Bin ich witzig. Junge, mach dich nicht so fett. Junge, 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 Junge. Der macht er sich extrem breit. Der Schaf von Arafel. Arafel. Das war so ein Level, wo man sich richtig gut leveln konnte eigentlich, glaube ich sogar. Hey, sowas höre ich hier nicht. Hilfe.
Na gut, ich glaube, ich beende jetzt erstmal die Folge, ne? Ciao.